Hochkultur, Off-Kultur, Esskultur, Streitkultur, Agrarkultur, Bakterienkulturen, kulturelle Unterschiede, Interkulturalität. Der Begriff Kultur ist vielseitig und begegnet uns tagtäglich. Ursprünglich vom lateinischen cultura, Pflege des Ackers, Bearbeitung, Bestellung, Anbau, Landbau, gewinnt das Wort schon bei den Römern auch die Bedeutung geistige Pflege, Ausbildung intellektueller Fähigkeiten oder religiöse huldigende Verehrung. Da sind wir dann auch schon bei Kulten und Okkulten. Mit einer Bedeutung, die sich wohl am besten zusammenfassen lässt als durch menschliche Arbeit Geschaffenes, ist Kultur also allgegenwärtig und hochpolitisch in ihrer Anwendung als Abgrenzung, ob zwischen Religion und Kult, zwischen Esskultur und Fressen und Schlingen, zwischen unterschiedlichen Kulturen, also Normen und Werten, oder zwischen Kommerz und Kitsch und Hochkultur. Gerade in dieser Beschreibung von geistiger Entwicklung und der Ausweitung ins Gesellschaftliche erlebt der Begriff der Kultur in Zeiten der deutschen Aufklärung Hochkonjunktur. Er fährt also auch eine politische Ebene, betont die geforderte Vernunft und das philosophische Denken. Diese politische Dimension behält der Begriff Kultur auch in Zeiten der Globalisierung, in denen wir uns Gedanken machen über kulturelle Unterschiede, trans- und interkulturelle Zusammenarbeit und manchmal wohl sogar über eine sogenannte Leitkultur.